Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Scum. Ich freue mich natürlich wie immer, dass ihr wieder dabei seid. Und ja, gestern war die Steffi in einen Bunker unterwegs und ja, hat gehofft, dicken fetten Loot rauszuschleppen. Nein, dem war leider nicht so. Ein bisschen was haben wir gefunden und den wollen wir heute auch verkaufen, denn der Verkaufsschrank ist gut gefüllt. Und da wir ja eh zu Fuß oder besser gesagt mit dem Fahrrad zum Händler müssen, ist das ja so eine Sache. Ne? Wir haben ja nur einen Rucksack auf und die Taschen voll. Und da kann ich ja eh nicht so viel mitschleppen. Also geht's heute zum Händler. Mal schauen, ob wir uns ein Boot oder sogar ein Auto leisten können. Ich bin gespannt. Gut, ansonsten nehme ich heute mit einem anderen Mikrofon auf. Und zwar, ja, wer jetzt erwartet, ein Razer, das Siren Mini, ein unter 50 Euro Kondensatormikrofon. Ich habe auf der Arbeit lange gelesen. Das schirmt links und rechts, also hier neben dem Mikrofon. Das so mini ist das gar nicht. Mega gut ab. Das heißt, ich habe es gestern getestet. Wenn jetzt ein Rettungswagen oder ein Polizeiwagen vorbeifährt, dann habe ich das in dem Video nicht gehört. Ja, das ist doch gut. Denn ich habe gerade nur was geguckt. Die Mikrofonausschläge, die waren beim Dings immer am Zappeln. Beim Rode. Das war wahrscheinlich eine Einstellungssache, wo ich zu doof für war. Aber das macht das hier von alleine. Und ich bin gespannt, wie euch das gefällt. Sagt mir mal bitte, wie die Tonqualität ist. Ich habe es natürlich getestet. Finde sie relativ in Ordnung. Also super. Hört sich gut an. Und ja, ich darf aber nichts machen hier dran. Ja, das hört man besonders gut. Gut, ja. Da habe ich, glaube ich, meine Pläne alle durchgeboxt jetzt hier im Anfangsbildschirm, wo ich immer zu lange quatsche, und komme mal auf die Kommentare des Tages ein. Das erste ist von Dutchman 76. Ich bin zwar kein großer Überlebensexperte, aber dafür weiß ich immer, wo bei einem Baum hinten ist. Da habe ich schon gedacht, so, hä, was will er? Da kann man nämlich ganz leicht dran erkennen, wo das Papier liegt. Wer ist denn auch schon so blöd und kackt vor einen Baum? Also, das ist Logik. Logik pur. Das zweite Top-Kommentar ist gleich von zwei. Einmal der Marcel Pauke. Er schreibt, hallo, erstmal wie immer geiles Gameplay. Vielen Dank dafür. Entschuldigung. Danach als Info für die Entwickler, Wassereimer oder Wasserfass zum Herstellen, damit man seine Klamotten waschen kann, ohne im Wasser zu stehen. So könnte man es im Haus Base machen. Eine schöne Idee ist mit aufgenommen, geht raus an die Entwickler. Andreas S. hat geschrieben, hallo Tim, es wäre gut, wenn die Entwickler sich mal darum kümmern, dass die FPS nicht immer so in die Keller gehen und das Spiel unspielbar wird. Im Moment ist das ja wirklich schlimm. Ja, teilweise habe ich auch starke FPS-Einbrüche mit einer RTX 270 und 32 GB Arbeitsspeicher, aber ich glaube, die Entwickler wollen erstmal die neue Grafik-Engine reinpacken. Die sind ja gerade in der Unreal am Umbasteln, glaube ich, also die neuere drauf, und da gehen die auf die Performance erst danach wohl erst ein, weil sonst hätten sie da wieder Probleme behoben und neue Probleme in der neuen Engine. Also ich drücke die Daumen, dass wir da irgendwann mal an der Performance-Schraube ordentlich was geschraubt bekommen. So, auf geht's. Wie gesagt, ich schreibe den Entwicklern dann immer, ich nerv die eigentlich eher, was die da so schön machen könnten. Aber ob das alles so im Spiel umgesetzt wird, weiß ich nicht. Also wenn Wassereimer im Spiel erscheint, dann können wir den Marcel Pauke bedanken. Ne, wenn wir damit dann uns auch reinigen dürfen. Finde ich auch eine gute Idee. Ist ganz laut draußen bei mir. Das ist rechts. Vorne. Rechts. Ja, ich bin noch am Experimentieren. Ihr merkt das. So. Ja, Steffi geht es relativ gut. Die Tasche ist relativ leer. Also wir könnten eigentlich fast sofort los zum Händler radeln. Aber ich gucke erstmal in den milde Gaben-Dinger rein hier. Okay, hier war wieder dasselbe. Und hier ist das drin. Das hat sich nicht verändert. Da war aber gestern, hat mir einer geschrieben, was drin. Das habe ich mir sofort gekascht. Und zwar, ach, das sieht doch auf. So, hier in meinem Privatfächlein. Und zwar ein Rucksack mit allerhand Kram drin. Einmal die hier, die verkaufen wir natürlich. Ach, hier, genau, die Werkzeuge waren es. Die Werkzeuge, das, was mir gefehlt hat. Das ist sehr, sehr nice. Vielen Dank dafür. Warum er mir Wanderschuhe spendiert hat, weiß ich nicht. Und Magazin, ach, der hat sie wahrscheinlich aus dem Airdrop gekascht, ne? Lass ich erstmal drin, sortiere später weg. Baue jetzt aber als allererstes den Sender. Oh. Sorry.
Ich wollte nur lange Werbung für das Produkt machen. Hab der nicht viel verpasst. Ja, peinlich. Peinlich, peinlich. Gut, jetzt wisst ihr aber wirklich ganz sicher, welches Mikrofon ich gerade benutze. So, gut, da haben wir die Teile drin, die wir brauchen. Einmal das hier. Wir brauchten viermal Metallschrott, wenn mich nicht alles getäuscht hat. Ich könnte es auch auf den Boden legen. Ich weiß. Zweimal Metallschrott nur? Okay. Tape. Obwohl, da sind noch zweimal Metallschrott. Dann ein Draht. Ein voller Draht. So, das müsste jetzt tatsächlich lang, um das Gegenstück zur Türöffnung zu bauen. Das ist die Remote Control. Da fehlt noch irgendwas. Viermal Metallschrott. Eins, zwei, drei, vier. Ein Draht. Einmal Tape. Zwei Bolzen. Ach, ich habe die Zange nicht dabei. Gut, habe ich. Die ist noch da drin. Okay. Schon erschrocken wieder, ey. Mann. Gut, bauen wir das mal fix. Und installieren das Ganze in unser Türchen. Das große Türchen natürlich. Aber ich hatte schon den Tipp in einem älteren Video bekommen, dass wir die erstmal koppeln müssen. So, das können wir da rein. Er hat eine Einheit Draht benutzt. Okay. Das gehört ja eigentlich gar nicht rein, ich weiß. Aber wir machen es erstmal eiskalt. So, gut. Dann koppeln wir die erstmal, bevor wir die installieren, die Geschichte. Ein Boot wäre natürlich super, oder wir bauen uns gleich so ein kleines Bötchen. Ne? Das kann natürlich auch, damit können wir rüber paddeln. Ich würde das sogar bevorzugen, tatsächlich. Guck mal, der Rucksack liegt noch auf dem Boden. So. Jetzt habe ich vergessen, was ich machen wollte. Achso, ja, die Dinge koppeln. Ich habe es ja total doof weggepackt. Nicht bei Angeln, nein. Bei Bauen, genau, da war es. Gut. Habe ich das liegen lassen? Oh, was ist denn mit mir los? Ich habe ja schon No Man's Sky aufgenommen, aber ich muss nicht wach sein. Das war. Achso. Hab's natürlich liegen lassen. Gut. Boah, ist das groß. Ampere used. Also, wir müssen irgendwas in der Tasche stecken. Prüfe. Was prüfst du denn dann? Guck mal, die hat sogar Elektrizität. Krass. Also erstmal umdrehen, würde ich sagen. Nehmen wir den mal in der Hand. Was wäre die Logik? Pair. Ampere. Ja, wie kann ich denn pairen? Use. An okay. Prüfen kann ich das auch, ne? Ist das vielleicht leer? Nö. Okay, irgendwie sollte man das zusammenstecken können. Also nicht draufschieben bringt nichts. Schnellzugriff. Oh, auf dem Schnellzug. Was hat denn da? Was hat er jetzt weggemacht? So. Hier. Warum? Wie komme ich auf hier? Ich weiß nicht. So, Charge. Untersuchen. Das ist grau. Ampere use. Vielleicht muss ich das hier in der Tür einsetzen. Ich kann es ja wieder rausnehmen. Das müsste ja das große Teil sein. Weil ich kann es nicht nutzen, ne? Also ich habe es jetzt auf dem Schnellzugriff. Ja, jetzt mache ich es manuell auf. Ja, egal. Boah, ist das Tor im Arsch. Da müssen wir mal echt mal flicken gehen. Das sollte ja nur in der Tasche stecken. Also wenn ich 4 drücke, passiert zum Beispiel gar nichts. Deswegen kam ich auf 4. Also die müssen wir nochmal rauspacken. So. Und im Inventar soll man das koppeln, wurde mir gesagt. Wieso kann ich das denn nicht koppeln? Fallen lassen, in die Hände nehmen, untersuchen. Aber ob das nebeneinander liegt, ist ja wohl Jacke wie Hose. Wie soll das denn jetzt vonstatten gehen? Oh, ihr habt das alles schon geschafft, weißt du? Ich bin noch. Ihr habt das alles schon hinbekommen. Ich weiß, mir fällt jetzt auch nichts ein, was man da. Es ist grau. Braucht man dafür vielleicht doch noch Elektrikerwerkzeug? Könnte ich mir jetzt groß grob vorstellen.
dass man das mit so einem Feinwerkzeug einstellen musste, so wie der Entwickler sich da manchmal so komische Sachen vorstellt. So. Nehmen wir den mal auf den Boden, das reicht ja. Per. Per. Und dann muss ich den vielleicht doch da in die Hand nehmen. Wenn, dann wäre es eh der andere. Keine Schnitte. Das Werkzeug liegt jetzt hier vor der Nase. Geht nicht. Vielleicht Elektrikerwerkzeug? Habe ich ja tonnenweise gefunden. Schiebe ich mir den mal da hin. Ja, ist also sehr kompliziert heute. Per. Nein. Also mir fällt dann auch nicht ein, wie, ne? Ich habe die Zange weggelegt. Vielleicht braucht man ja doch die Zange dafür. Könnte ich mir jetzt wieder grob vorstellen. Da brauche ich eigentlich gar nicht hier rumwuseln wie ein Doofen. Gut, dann ab wieder. Rein hier in die guten Stube. Ich könnte mir vorstellen, dass es die Zange ist. Jetzt so, ohne dass es mir einer geschrieben hat. Oder es wurde mir geschrieben, ich habe es wieder vergessen. Habe ich natürlich hier drin gelassen, war ja klar. Nö, auch nicht. Hä? Draht? Aber die sind nicht mit Draht verbunden. Oder man braucht eine volle Einheit? Kann es mir nicht vorstellen. Das ist ja ein bisschen blöd, ne? Da hat man es endlich gebaut und dann weiß man gar nicht, wie es geht. Mann, da sind ja 25 Einheiten noch drin. Die hat ja gar keine benutzt von der. Mal umdrehen. Da liegen jetzt Werkzeuge auf dem Boden. Hab die Zange in der Tasche nicht mehr. Doch, habe ich. Ach, wartet mal. Nee. Ja, was, das passt doch, wäre auffälliger Blödsinn. Also wie soll man die denn paaren? Koppeln. Weil die machen, sie macht das Tor nicht auf mit dem Ding. Was ist denn der Schalter in der Tasche? Was mache ich denn da für einen Scheiß? Was liegt jetzt hier auf dem Boden also rum? Das ganze Werkzeug. Was ist denn? Warum mache ich den Rucksack denn immer klein? Was ist denn los? Nochmal schnell reinschmeißen, damit wir es nicht verbummeln. Das kann im Schrank. Gut, dann. Also das will ich jetzt aber rausfinden. Also das kann ja nicht unmöglich sein. Aber wir haben es ja gerade schon versucht, aber ohne Werkzeuge. Ich habe jetzt Werkzeuge in der Tasche. Scheiße. Ja, da brauche ich jetzt aber mal einen Tipp. Ehrlich. Aber einen schönen Tipp. Was soll denn das? Warum denn so komplex und schwierig? Ich mache mal Pause. Eine Sekunde. So, jetzt habe ich kurz auf scumworld.de, Grüße gehen raus an scumworld.de, geschaut. Die sind aber mir in den Kommentare, in der Beschreibung verlinkt. Da steht auch drin, dass wir die einfach hier koppeln müssen. Das ist alles. Und da drückt er dann auf Pair. Aber das kann der hier gar nicht. Hallo. Das kann der da gar nicht. Ich weiß nicht, bei mir ist das ausgegraut, das ist natürlich komisch, ne? Sag nicht, ich muss so ein neues Ding nochmal bauen. Das wäre natürlich fail, ne? Obwohl wir haben alle Ressourcen doppelt und dreifach da. Er will nicht mit mir sprechen. Was sollte ich denn dann nochmal bauen? Nochmal einen Schlüssel vielleicht? Vielleicht ist das ja noch ein Bug, wer weiß. Zwei Metallschrott, ein Draht. Das Zeugs haben wir jetzt ja alles zusammen, ne? Ist ja alles gar kein Problem.
flitzen wir mal ein paar Autos ab. Mann, da wollt's. Immer wieder bringt mich das aus dem Konzept, dieses Ding. Immer bringt mich das aus dem Konzept. Ich habe leider kein Headset auf. Alles. Ah, er ist es. Okay. Ja, guckt achtmal in denselben rein. Was brauche ich denn jetzt noch? Eigentlich nur diesen Lumpen und so ein Scheiß, ne? Oh, guck mal, Scummies. Gut, der Rissen haben wir drin. Hoppa. Dann auf dir mal. Ich bin heute echt schlecht. So, ein Tape. Ein Draht. Das müsste es eigentlich sein. Nochmal eine Fernbedienung. Ich habe gelesen, man kann bis zu 10 Tore damit fernbedienen. Also du kannst das 10-mal koppeln. Das packe ich mal hier unten hin, damit ich es nicht durcheinander bringe gleich. Ich kann mir nur vorstellen, dass das eingebaut sein muss, weil sonst, wie willst du das sonst mit 10 Stück koppeln? Ich hätte wahrscheinlich kein zweites bauen müssen. Wo ist er hin? Ach da. Nein, das damit möchte ich nichts machen. In der Hand nehmen. Das stand im Inventar. Ich kann es nicht koppeln. Kann das sein, dass es mit der Basis zusammen. Ich kann ja auch die Tore öffnen. Ich kann auch Schlösser entfernen. Das geht ja auch. Also ist es ja meine Basis. Aber das verstehe ich nicht so ganz gerade. Auf den Boden gelegt. Schon zwei Fernbedienungen. Witzig. Was ist das Problem, Leute? Was ist das Problem? Also ich werde das jetzt googeln. Ja, danke nochmal an scumworld.de. Ja, da steht, dass man die, da hat einer rausgefunden, also im Forum, dass man das Schloss vielleicht entfernen muss. Und dann kann man erst koppeln, was ich jetzt nicht verstehen würde. Ja, macht er auch nicht. Also alle Schlüssel erstmal rausnehmen, weil wir haben Türen nebeneinander. Das soll da angeblich ein Problem gewesen sein. Vielleicht wieder reinmachen, bloß nicht vergessen, dass das System hier durcheinander kommt. Aber das, wenn ich die im Inventar koppeln muss, wäre das doch Jacke wie Hose, oder? Es will bei mir absolut nicht koppeln. Ich kann machen, was ich will. Ich nehme jetzt alle Schlüssel raus. Sind ja nur noch eins. So. Oh, jetzt fährt die Polizei vorbei. Hört zu. Ach, die fahren ganz hinten vorbei. Okay. Jetzt habe ich kein Schloss mehr in der Tür. Also hier darfst du eh keine reinmachen, ne? Da nicht. Hier dürftest du wieder eins reinmachen. Aber was wird das bringen, wenn ich jetzt Schlüssel rausmache? Gar nichts. Ich kann das scheiß Schloss nicht koppeln. Wie koppelt man das scheiß Schloss? Er schreibt. Ich renne nicht weg, keine Angst. Halt, ist die Tür nicht, ja. Du musst beides im Rucksack. Ja, toll. Ist grau.
Spitzte Grau. Ich kann nicht draufdrücken. Ne? Ich weiß, was das ist ja mehr Remote Door Sensor, Remote Door Key. Alles da. War ja klar, dass das bei mir wieder nicht funktioniert. War ja sonnenklar. Aber ich denke die ganze Zeit, dass es ein Denkfehler ist, ne? Außerdem ist, wenn du gekillt wirst und einer deinen Schlüssel mitnimmt, der kann alle deine Türen aufmachen. Die sind dadurch nicht mehr safe, ne? Oder das Schloss vielleicht, ja, wenn das Schloss raus ist. Das war ja gerade draußen. Werfen wir den nochmal rein. Auch hier immer noch grau. Weiß ich nicht. Per. Dann mit Rechtsklick auf die Fernbedienung und auf Per. Ja, hab ich doch. Geht nicht. Ja, offene Tür. Nein, das wollte ich gar nicht zumachen. Ich muss das Ding wieder rausholen. Das muss auf jeden Fall im Menü landen. Ne, im Dings. Vielleicht ist falsch umgelegt. Ey! Ne, laden. Toll, ich habe mich schon gefreut. Hab ich eine Batterie? Ach ja. Beide ran voll machen jetzt, aber dann muss es gehen. Per, nein. Also im Rucksack. Tut mir leid, Leute, ich kann mein Schloss nicht koppeln. Ist nicht drin. Beide ran voll. Aber ich habe noch einen Trick. Spiel beenden, aber das zeige ich euch nicht. So, einmal das Spiel neu gestartet. Was schreibt da? Ich würde sonst, wüsste ich sonst keinen anderen Rat. Ja, on-off hilft ja manchmal, ne? Ist einfach so. Und wir dürfen es immer noch nicht koppeln. Das schon wieder vollladen? Ich versuche hier alles, aber wir werden zum Tagesgeschäft übergehen. Ist ja nicht das Allerwichtigste auf der Erde. Also hier ist kein Per, ne? Prüfen können wir es. Es verliert total Strom. Warum? Vielleicht muss ich es nur mal auf den Schnellzugriff packen. Nein. Also es ist bei mir grau. Ich weiß nicht, wo der Fehler liegt. Keine Ahnung. Darf ich nichts berühren hier oder so? Was hat der Entwickler denn da wieder gebastelt? Da, das wäre die Verbindung. Deswegen den Rucksack mal zum Beispiel. Ah, draufklicke. Koppel du die mal. Ich weiß gar nicht, warum ich mal schreibe. Ich kann ja mit dir sprechen. Koppel, versuch du die mal zu koppeln. Und dann legst du da hin. Spannende Abenteuer in Scum. Ich kann auch weiter das Bild aufmachen. Das habe ich aber selber gekauft. Das habe ich nicht gekriegt. Habe ich denn da, muss denn noch was gebaut? Nein, ich habe ja auch Bilder gesehen, dass da muss nichts weiteres gebaut werden. La, la, la. Na, wenn er so lange braucht, dann wird das auch nicht schaffen. Spiel ist so leise, ne? Meine Option gucken. Sound. Ist schon so laut. Ja, und immer noch kabellos. Geht nicht, ne? Und noch ein Stein. Wie viele Steine habe ich denn gefunden?
Irgendwie klappt das nicht. Vielleicht wieder ein Bug. Na, da bin ich ja beruhigt, dass es bei dir auch nicht geht. Dann packe ich es mir so lange im Schrank. Ist ja nicht jetzt schlimm, ne, dass man das nicht hinkriegt. So, bei allen funktioniert es natürlich wieder, nur bei mir nicht, ist ja klar. So, gut. Dann die ganzen Remote-Dinger hier weg. Der Scheiß kommt hier rein. Der hier, das hier. Das brauche ich nicht mitschleppen. Verkaufe ich. Bleibt hier. Bleibt hier. Pistole nehme ich sicher mit wegen Zombies. Nähzeug und so. Ja, keine Ahnung. Kann man ja mitschimpfen. Verbraucht das ja nicht so viel Platz. Mal gucken, wie viel wir brauchen. Nimm die Batterie auch mit. Warum? Ging schon mal sehr schnell leer, wa? Egal, ich schmeiß das jetzt hier rein. Denn ich habe noch was vor. So, jetzt gehe ich mal ein bisschen verkaufen. Ja, müssen wir alles mit der Hand machen halt, ne? War natürlich eine coole Idee von den Entwicklern, ja. Und wenn sie nicht klappt, dann ist es halt so. Was ich mir bauen. Nach 5-mal Tor benutzen, war mein Akku leer. Oh. Das ist natürlich wenig. Aber immerhin kriegen wir die Information. Das ist schon mal was Feines. Das ist gerade echt ein Flieger weggeflogen. Frechheit, ne? So, dann packen wir mal die Tasche voll. Visiere. Habe ich da irgendwas, das ich verkaufen wollte? Ja, das wollte ich verkaufen. Das wollte ich verkaufen. Ich mache noch eine Sache, bevor ich losmarschiere. Ich ziehe noch eine Hose an. Ziehe noch die Weste an. Die kann hier rein. Die Jacke. Das sind ja mehr Slots, ne? Machete nehme ich mit und der Rest ist egal. Kommt Pistole. Quatsch, da hatten wir ja noch ein Holster dran. Jetzt ist ja auch Käse, was ich hier wieder verursache. Gut, wieder angezogen. Visiere können wir reparieren. Den Trick haben wir ja rausgekriegt. Oder besser gesagt, bekommen. War natürlich nur gutes Zeug verkaufen. So. Pistole ist 100. Verkaufsschrank hat allerhand Zeugs drin. Also das ist nicht wirklich wenig. Die ganze Kettensägenkack, den können wir auf den Rücken packen. Den Helm weiß ich nicht. Der lohnt sich wahrscheinlich gar nicht. Noch eine Pistole. Dann ein Skalpell. Ganz klein. Ich habe vergessen, mein Geld mitzunehmen. Jetzt wieder vergessen. Masken. Mal so einen Adapter verkaufen zum Testen. Einen Tourniquet verkaufen. Ein Magazin. Dann diese ganzen Jacken. Wird schon wieder eng. Taschenlampe. Aufsatz. 50er Dingen hier. Eine Flasche Absinth. Eine Jacke, passt sogar. Cool. Ist Machete. Eine Hose, eine Jacke, passt auch. Sehr gut. Der Quiver, der ist sehr wertvoll. Da tauschen wir unseren einfach aus, aber da ist die Munition drin. Ist egal, die ist nicht wirklich da drin, ne? Sehe ich gerade. Mir reinbunkern. Das Cappy. Warte mal, der Quiver passt da nicht rein. Ich packe meine Jacke um. Der ist leer. So. Das Messer kommt im Stiefel. MAE verkaufe ich nicht. Die Cappy. Die passt da nicht mal rein. Und noch eine Jacke, wisst ihr was? Die ziehen wir einfach an. Ne? Einfacher geht's ja wohl gar nicht. Die kann ja hier drinnen lagern so lange. Oder wird auch mitverkauft, keine Ahnung. Und das ist alles das, was ich verkaufen will. Jetzt darf ich eine wichtige Sache nicht vergessen. Und zwar mein Guthaben schon mitzunehmen. Und es gab noch eine Möglichkeit, denn wir haben im Bauschrank. Ein Batzen Augen, ja. Noch eine Maske bauen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Das Skalpell mit, ja, ne? Acht, neun,
Den. Also noch eine Maske. Boah, wir werden nie genug Taler zusammenkriegen für was? Gummi. Gummi habe ich. Gib mir das. Ach, und Lumpen, ey. Mann. Davon habe ich so viele Hosen, ist egal. Da kommt der Flieger wieder. Er ist schon gelandet, glaube ich. Handwerk. Ja, welches ist das geiler? Halloween-Maske. Baby Doll, Baby Joe, egal. Eine brauche ich jetzt davon. Schöne 10 Augen. Gut, das ist mein Verkaufsgut. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Man könnte rein technisch noch die ein oder andere Waffe mitnehmen. Wie zum Beispiel die AK graviert. Die ist bei 100%. Dafür will ich aber. Fürs Abmontieren. Muss man das im Inventar stecken zum Abmontieren? Hä? Achso, du musst erstmal Scope machen. Die will ich verpulvern. Aber das nicht. Das ist mir zu wertvoll. Ach, das hätte ich aber bei Visier jetzt reinmachen können, ich Depp. Ja, ist egal. Ich muss wieder aufräumen gleich nach der Folge. Die ist sowieso halt schon Kuddelmuddel ohne Ende. Trink nochmal schnell einen Schluck. Und dann geht die Reise los. Wo ist er denn gelandet? Den Helm hätte ich auch aufsetzen können, ne? Ich hält. Da hinten haben wir auch noch einen Bunker, den werden wir uns auch noch mal reinziehen. So, gut, jetzt sind wir voll beladen. Ah, oh, das ist am Strand gefahren sogar. War viel Zeit jetzt mit diesem Schloss vergeudet, leider, ne? Aber es ist halt Survival, ne? Was willst du machen? Energieanzeige, was ist das denn? Mach die weg. Oh. Oh oh. Oh Gott sei Dank. Ey. Was hat das Spiel heute gegen mich? Was hat das Spiel heute gegen mich? Da komme ich ja nie dran. Das ist unter der Map gefallen. Na gut, da gibt es Fußbus. Ist das dein Flieger? Hallo. Mister. Er würde mich ja zum Händler fliegen können. Das wäre doch geil, oder? Du kannst ja schreiben, wenn du nicht sprechen kannst. Ich habe keinen Bock zu latschen jetzt, ne? Wir sind schon bei einer halben Stunde. Da bin ich ja ewig unterwegs. Und ich will mich ja nicht teleportieren. Weil ich nicht mit Loot in der Tasche ist. Das ist ja unfair. Aber wir haben 6000. Wir haben fast 8, 7000 Piepen dabei. Okay, wir nehmen den Fußbus. Das wird sehr mühselig. Und ihr müsst euch das nicht mit ansehen. Das werde ich überspringen, tatsächlich. Wäre eine tolle Idee. Oder man baut sich halt hier so ein Paddelboot, ne? Aber das dauert ja auch 100 Jahre, bis man drüben ist. Was sind denn diese Selbstbauboote? War ja nur so ein Surfbrett-Ding, ne? Ein Eimer gibt es schon, aber damit kann man sich nicht waschen. Habe ich auch noch nie benutzt. Muss ich gerade mal sagen. Gut, Boot, 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 da. Das Große ist natürlich ein bisschen heftig und das Kleine würde ich jetzt ewig brauchen, glaube ich, bis ich das fertig habe. Obwohl. Kann mit der Machete Bäume fällen? Nee, ne?
Feuerwehr vorbei. Kein Ausschlag im Mikrofon. Aber wenn ich spreche, wird es man wahrscheinlich hören. Mach ich Lauf. Ich werde laufen. La 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 la. Vielleicht am Bunker unterwegs noch. Dann sehen wir uns, wenn ich wirklich gelaufen bin. Ihr werdet sehen. So, halbe Strecke ist erledigt. Die Aufnahme läuft, ne? Ja, perfekt. Und ich bewege mich jetzt Richtung Trader. Ist immer noch eine Meile. Das ist mega anstrengend. Gerade eine lange Pause gemacht. Pipi-Pause, alles gemacht. Salzwerk, da brauchen wir nie hin. Ich will nicht auf der Straße laufen, weil es nicht safe ist hier. Und ich gebe eigentlich die ganze Zeit Speed. Dum, 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 dum. Ach, ich hatte scheiß Weckerton als Ohrwurm. So, an sich wäre ein Boot natürlich jetzt was Feines oder ein Auto was Feines. Aber ich glaube, ein Auto, das ist zu teuer. Das werde ich mir nicht leisten können. Nicht mit dem Müll, den ich da verscherbe. Obwohl ich nicht weiß, was die Sachen alle wirklich wert sind, ne? Ich nehme ja sogar eine AK mit, die ich eigentlich behalten will. Habe ich mir mühselig repariert. Aber so ein Boot bringt dich ja halt auch von da nach da, zum Beispiel. Oder von hier nach da. Das ist, eigentlich ist das Boot nur zum Verkaufen gedacht gewesen. Wir müssen uns wirklich gut ausruhen. Ah, oh, ist nervig. Aber mit dem Boot wird das ja kein Problem mehr sein. Hier kommen die Sachen mit nach Hause. Ein Auto wäre sinniger am Anfang. Doof ist, wenn man dann ein Boot kaufen will, kann man ja nicht mit dem Auto dahin fahren und mit dem Boot zurück. Dann steht das Auto ja noch in der Trader Zone. Und das ist natürlich nicht so fein, ne? Das war ja nicht der Plan. Da ist aber die Straße. Und da gibt es aber essenstechnisch und alles echt Bombe momentan. Verdaut kaum. Keine Ahnung, was los ist mit ihr. Okidoki. Und dann haben wir noch einen Bunker. Der ist dann ja das Safe Zone. Den will ich mir auch noch angucken. Das sind gelbe Punkte. Das war's mit ich selber, der gelbe Punkt. So. Ja, als Admin könnte man sich ja ständig teleportieren. Immer zu den High-Loot-Spots. Ohne Probleme und sich alles schön holen. Ich glaube aber, da wird das Spiel keinen Spaß mehr machen. Also man sollte schon sein Abenteuer haben und die riesigen Sachen wegzubringen. Bin ich denn schon safe? Ich habe es irgendwann gar nicht gelesen. Okay, wo wollen wir zuerst hin? Waffenhändler, ne? Ich habe vergessen, das Messer zu reparieren, aber das ist 82%. So billig wird das auch nicht verkauft. Gut, wollen wir einfach mal gucken. Was kriege ich für eine AK? Ist dann am Stehen. Und zappeln die hier ab. Ich habe doch, habe ich diese Flasche Alkohol mitgenommen? Ja, habe ich. Geil. Ich glaube, die kann man beim Dings verkaufen. So. Warum ist die goldene? Achso, das ist auch eine Diegel und das ist eine goldene. Der Kiefer ist nur 1000 wert. Waschenlampe ist nicht viel wert. Magazin. Dies, wow, krass. Wow. Wow. Immer einen Helm aufsetzen jetzt. Das wollte ich behalten. Das will ich auch behalten. Und das Messer 105 Penunzen. Warum denn nicht, ne? Gut. Verkaufen. 4.417. Dann sind wir stolze Besitzer von, wow, 11.230 Scummies. Na gut, wir sind noch nicht fertig. Ich glaube, ich darf gleich wieder nach Hause latschen mit Unmobil. Also ein Quad ist ja auch in Ordnung eigentlich, ne? Aber was gibt ihr mir für den Mist? Jetzt bin ich mal gespannt. Der Doktore hier. Hello. What is your emergency? Das ist ja fast nichts wert. Pillen. Ich verkaufe die. Ich brauche Geld.
Tourniquet. 239. Alkohol will er nicht. Ah, ich habe die AK vergessen. Ich habe die AK vergessen zu verkaufen. Verkaufen. Nochmal 600 Taler haben oder nicht haben. Das ist hier die Frage. Ne? Die AK. Und noch. Wir haben ja noch die Dings auf dem Buckel. Fast 3000. Das ist sehr gut. Das ist so wie ein echtes Leben. Du musst erst Geld verdienen, damit du Geld verdienen kannst. Wenn du nie Geld verdienst, dann verdienst du auch nichts, ne? So, das müsste der allgemeine Händler jetzt sein. Also wir haben jetzt fast 15.000. General Store da hinten. Ja, was am wertvollsten ist, da war auch noch ein Tipp in den Kommentaren, habe ich gelesen. Ja, guck doch einfach mal, was hier am teuersten verkauft wird. Aber hier kannst du irgendwie nie nachgehen im Spiel, ne? Der kauft dir einfach alles ab. Die Schraubendreher verkaufe ich nicht. Hut, Maske, Maske. Jacke. Skalpell. Jacke. Maske. Die selbstgebaute. Die Mütze geht auch ganz gut, klar. Fast so viel wie die Jacke. Irre. Und nur ein Tausi. Toll. Aber besser als gar nichts. Dann haben wir ja noch den, ja, den Absinth. Das haben wir, den Hut wollte er nicht haben. Doch, 17 Piepen, Alter. Ich schnapp den Riesenhut mit für 17 Piepen. Ja, dann kannst du ihn auch haben hier. Verkaufen. Behalte die. Sollen wir oben drauf legen hier. So, wo haben wir jetzt unser Saloon? Allgemein. Hospital, Fishing, Supplies, Mechanik, Waffenkammer. Hä? Wir haben doch auch einen Saloon, oder? Ja, hier, direkt neben mir. Den braucht man dann nicht immer ausschildern, wenn er neben dir ist, ne? Da ist ja diese pinkhaarige Olle drin. 108 dafür, sonst hat die, habe ich hier nichts für dich. Tut mir leid, aber haben oder nicht haben. 17.098 Puipen. Ja, was wollte ich mal schauen? Boot. Boot wird eigentlich mehr Sinn machen, damit man dann wieder schnell Geld mit verdienen kann. Damit wir nicht mehr diese Rennerei haben. Und es muss ja nicht das Überboot sein da, ne? Wo ist ja nicht der Boothändler? Da ist so ein kleiner Raum. Wir lügen jetzt hier erstmal. Vielleicht finden wir noch ein paar Bieten. Was Gabis? Man weiß ja nie. Schon witzig genug, dass man hier drin looten kann. Also Rettungswagen ist wieder vorbeigefahren mit Martinshorn. Ihr habt es nicht gehört, glaube ich. Also ich sehe keinen Ausschlag im Mikrofon. Dann... Egal, was wir finden, können wir eigentlich verkaufen, ne? Ein Metallschrott glaube ich nicht, oder? Wir sind ja gerade hier. Ah, jetzt kriegst du wieder Hunger. Ja, klar. Natürlich findet man hier keine wertvollen Dinge, ne? Also heile Dinge. Ein Korb. Müll. So. Oh, es gibt mir doch mal was Feines. Wer kauft denn den Bogen ab? Der Waffenhändler? Ich habe noch nie einen Bogen verkauft. Hier ist, glaube ich, der Bootshändler und der Autohändler. Gucken wir erstmal hier rein. Gute Abkürzung genommen. Lootenderweise. Okay, das Auto kann ich wahrscheinlich knicken, ne? 35.000. Ach du Scheiße. Dann will ich gar nicht wissen, was der kostet. 60.000. Quad? 28.000. Kann ich mir nichts von leisten, Leute. Ich könnte mir vielleicht einen Traktor holen. Tatsächlich. Nicht mal, ich könnte mir nicht mal den Traktor leisten. Was sind die Bikes? 25.000, 18, oh, knapp dran. Aber ein Bike kriegen wir eh wieder nicht, weil... Ups. Ja, ich will was zum Fahren haben, Mann.
Und so ein motorisiertes Boot. Ich kann's mir nicht leisten. Ich kann mir kein Boot leisten. Ich muss wieder zurücklaufen. Scheiße, ey. Ist das alles teuer? Ist das alles teuer hier? Oh Mann. Aber ich habe damit gerechnet. Ich dachte, ich wäre ganz knapp an irgendwas dran. Ja, von mal. Nochmal 100 Piepen eingesammelt. Ja, scheiße. Guck mal hinten, da ist was. Klauen. Okay, scheiße. Mist, scheiße, Dreck. Warum bin ich denn so ein armes Madel? Warum? So ein armes Madel ist er. Dann rennen wir mal zu dem Bunker hin. Vielleicht finden wir da noch was, können wir verkaufen, aber das wird nicht reichen. Deswegen mache ich lieber mal ein bisschen Munition fertig wegen Zombies oder Puppets. Was habe ich denn an? Ach, ich hatte doch eine Jacke zum Verkaufen an, ich Blödmann. Aber die war ja also auch nicht jetzt die. Der Ultra-Bonus, was Kohle betrifft, ne? Ein Schuss drin noch. Okay, perfekt. Dann können wir das auch nochmal nachladen. Achso, ein Schuss war im Lauf. Da passen wir da 7 rein. So, perfekt. Jacke. Ist extra zu den. Ich brauche die ja nicht. Ist ja sowieso viel zu warm. Wumm. Hallo, bin schon wieder da. Feel free to browse around. Let's see what you have. Was gibst du denn für so eine Weste? Wahrscheinlich eher der Militärhändler, ne? Ach, hier geht das nicht, okay. Ja, dann ab zum Bunker. WW2-Bunker. Der ist von uns aus gesehen, laut Map, einfach nur westlich. Ja, würde ich das ganze Geld mitschleppen. Mit der Bank und ATM wäre schon geil, ne? Wenn man da so Geld abholen könnte. Seine Scummies. Ist neben der Straße. Hui. Hui. Der ist nicht weit weg. Eigentlich ja witzig, ne? Kannst du da hier schön Loot holen? Nein, das war der falsche Button. Hup, abbrechen. Ach, guck mal, wie das macht. Ich muss schon wieder pinkeln, ey. Hab ja gar nicht gesehen beim Laufen. Und ständig gepinkelt. Das Madel. So, der müsste gleich auftauchen. Wir sind raus aus der Safe Zone. Naja, ist auch schon ein Eckchen hinter diesen Sneeple. Und toll, ist ja deswegen habe ich Munition nachgepackt. Da waren zwei, ne? Was macht er denn da hinten? Ich erlöse ihn. Ja, man erlebt immer was Neues, ne? So bin ich. Laut Dan ist es noch ein bisschen weiter westlich. Da ist er, ich sehe ihn schon. Sehr geil. Also es ist echt ein Katzensprung, ne? Wenn da was Geiles findest, du verkaufen könntest, wäre top. Aber du findest ja immer noch kaputte Sachen.
Ich hab Hunger, wo bist du? Lebewesen. Ich nehme alles mit. Alles, was nicht nied- und nagelfest ist. Auch nicht repariert halt. Und die Hüte könnte ich reparieren, aber die sind wahrscheinlich nicht viel wert. Und ich würde da mein Nähzeug verpulvern für die Katz. Für den Nähzeug eigentlich billig in der Herstellung ist. Ja, ja, ist gut, Spiel. So. Draußen ist es meistens leer, ne? Kaufen. Ich will motorisiert nach Hause. Ich will nicht. Wow. Ah, von der Qualität halt eher mies, ne? Oh nein, die brauche ich doch noch zum Reparieren. Wisst ihr was? Egal. Es geht jetzt um Geld. Den verkaufe ich nicht. Da kann man ja schon von ausgehen, dass der nichts wert ist. Was war denn da gerade drin? M1 Rifle, cool. Oh Mann, wenn ich sie nicht, wenn ich sie nur zu verpulvern kaufen will, dann finde ich ja eine. So ein Mist, ne? Ist halt die nächste Location. Am Händler. Egal, Gepär. Die Munition ist, glaube ich, sehr wertvoll, ne? Immerhin haben wir mal eine Waffe gefunden, aber kaputt. Ein Schalli. Ach komm, alles weg. Du hast keine Miete zahlt. Ist ja das Prinzip, wer Geld verdienen will, muss Geld haben. Das ist irgendwie total scheiße auf diesem Planeten. Aber wie willst du das sonst machen, ne? Von nichts kommt nichts. Und da ich nie Geld habe, werde ich auch nie welches haben. Yeah! Gut. Auf wieder eine Selbst mit unserem wertvollen Gut. Der brüllt da unten vor sich hin. Ich glaube, der Weg führt woanders hin, ne? Ne, der führt zum Händler, aber warum soll ich jetzt eine Kurve machen? Hä? Wo führt der hin? Sehr abenteuerlich. Also wir müssen von hier aus wieder woanders hin looten gehen. Z3. Ich bin in Z3. Achso, ich bin in Safe Zone Z3 gekommen. Ich dachte, das wäre ein Airdrop. Mann! Hat mich schon gefreut jetzt. Aber wir hätten doch Knackwerkzeug sogar gehabt. Aber leider keine Dietriche. Komm, eines... Nein, wir machen jetzt ein richtiges Nickerchen. So. Weil man so die Waffe natürlich sofort nutzen kann. Hier, C1, ein Airdrop bekommen. D0. Wie fies. Nein. So. Bisschen lang. Wir haben ja nicht wirklich viel Zeugs dabei. Also. Waffenhändler. Was gibt ihr dir für so eine Ranzknarre? Wie sieht die so ranzig überhaupt in der Hand aus? Mal so abgecheckt. Gut aus, ja. Krieg ich noch ein Vermögen für. Eine Viper, Alter. Das ist eine richtig gute Waffe, ne? Ich glaube, die hat dickes Kaliber, ne? Saloon. Welcome, welcome. Feel free to browse around. Vor seine Nase reparieren. Ich mach's einfach. Nochmal 100 Scummies. Ich will nicht laufen mehr. So, wieder der Bug da. Aber wir kriegen das Geld gut.
Bank, da ist sie, die Bank. Da freue ich mich schon drauf, wenn die mal aufmacht. Da ist er, genau. Ja, bei dem Alkohol, den wir da, den medizinischen hatten, da hätte ich mir mehr erwartet. Ja, ich habe ein bisschen Schrott dabei, Kollege. Oh Gott, gibt ja nichts dafür. Nix, nix, nix. Nix, nix, nix. Ja gut, komm, das ist ja immerhin etwas, ne, für 2 Minuten Looten. 18.230. Reicht immer noch nicht für ein Fahrzeug. Naja, jetzt habe ich ein Problem. Dann haben wir ein Problem. Also was heißt das? Nicht ein Problem, dann haben wir noch zu tun. Eine Schießbahn gibt es ja sogar. Und einen Hochsitz. Na, gibt es ja Loot? Nein, gibt es nicht. Auf einmal, ne? So. Ach, die Hose ist doch wieder so schmuddelig. Ich will auch einen Wäscheeimer haben jetzt. Gut, dann... Damit ich es nicht vergesse, einmal gucken, was so ein Boot kostet nochmal. Ganz schön teuer, muss ich sagen. Achso, das ist nicht der Typ. Das könnte ich mir leisten, super. 18.100... Ich kann mir ein Boot leisten. Die sind alle gleich, oder? Es ist nicht das Gute, Schnelle, aber das soll völlig reichen, wurde mir gesagt. Da steht's. Wow. Hat wahrscheinlich nicht viel Treibstoff drin, ne? Die nächste Tanke. Der ist bei uns zu Hause. Na gut, wir haben Paddel. Vielleicht verbraucht das ja auch nicht so viel wie das andere. Ja, das ist eigentlich vom Packen her genauso groß, ne? Okay, wir haben es geschafft. Mit dem Bunker habe ich noch genug Kohle. Das ist ja unglaublich, aber richtig Lack. You left the safe zone. Boah, Alter, ist für jeden Heckenschützen ein Spaßziel, ja? Das Verkaufsboot steht. Da kriegt seine 2 Rucksäcke wieder rein. Der Treibstoffverbrauch ist relativ human, glaube ich sogar, ne? Also für Transport irgendwo anders hinzufahren, eher selten. Eher zum Verkaufen gedacht. Da kannst du auch mal schnell hin und zurück fahren zum Verkaufen. Nicht dieser unglaubliche Weg da, ne? Mit dem Auto ist er, selbst mit dem Auto ist er unglaublich. Hier über Wasserlinie, ist ja keine Luftlinie. Doch, eigentlich ist es nur auch Luftlinie, ne? Ist er natürlich ein Klacks. Schnell zum Händler, schnell zurück. Und du verdienst dir deine goldene Nase. Ich wohne da. Aber ich wollte tanken fahren, stimmt. Hatten wir nicht mega Probleme mit den anderen Booten und dem Treibstoffverbrauch? Fällt mir gerade spontan so ein. Nee, ne? Das war... Doch, da sind wir ja ganz weit gefahren. Deswegen war das so, ne? Wo sind hier nochmal die Scheißtanke? Da. Lässt sich auch angenehmer steuern, weil es nicht so turbo, also so langsamer ist das auch nicht, ne? Bin ganz zufrieden mit diesem Holzboot. Das hat aber jetzt noch nicht geklappt mit dem Tanken, ne?
So, das ist ja mal voll das Ding, ne? Super. Freue mich erst. Hat das doch was geklappt hat. Ich dachte, nein, das wäre die völlig unsinnigste Folge aller Zeiten gewesen sonst. Ich traue den Wack da irgendwie nicht so. Alles voller Wracks. Die Kurvenlage ist echt heftig. Wollen wir eigentlich noch looten gehen in dem Wrack? Obwohl, finde es ja auch nichts anderes. Oh, man geht sogar aus der Safe-Zone raus. Dann schloss es ja automatisch drin. So schick gemacht. Als ob ich schon immer Boot fahren würde. Juhu! So. Einmal ein Ohr kratzen. Stelle merken und waschen. Gut, dann haben wir das so erledigt. Top. Boot ist wieder safe. Anker setzt er automatisch, ne? Verstauen. Nein, was? Nein! Ey, ey, hör auf! Bist du bescheuert? Verankerung lösen. Okay, die ist dran. Verankerung. Sehr gut. So mehr nicht wegschwimmen, das Ding. Das wäre noch peinlicher. Gut. Dann essen wir schnell was und dann sind wir für heute durch schon. Schade. Mehr Action hätte ich mir gewünscht. So ein schönes MAE reinkloppen noch. Yum, 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 yum. Also ich habe auch ein Video, wo ich MAE esse, also in echt, ein Real-Video mit dem Ben. Da seht ihr mal, was da drin ist, was sie hier sich so mit der Finger da rausholt, was ja gar nicht geht. Die muss ja zubereiten, die Sachen. Aber ich bin schon wieder pleite. Ich habe nur noch 104 Taler und ein doofes Holzboot da stehen. Dann müssen wir erstmal gucken, wie wir das alles auf die Kette kriegen jetzt hier. So. Wasser habe ich gar nicht. Okay. Okay, wir haben Wasser vorne. Stimmt. Nach dem anstrengenden Weg. Salzwasser verdaut. Mann, wie doof. Das MAE macht mich jetzt aber satt. Gehe ich mal schwer von aus, ne? Oh, schaut euch das an, mein Boot. Ist das nicht herrlich? Z1. Oh, wenn ich jetzt ein Auto hätte, ne? Dann würdest du dahin pfeffern können. Zu Fuß? 100 Jahre. Ach so. Ich warte jetzt auf den Neustart ab. Der ist in einer Viertelstunde. Wegen diesem Scheißschloss. Ich wollt's haben. Ist vielleicht mein Rucksack verbuggt oder so? Ich weiß es nicht. Ist total dreckig, ist der auf jeden Fall. Muss ich da drin perren? Ne, kannst du nur aufnehmen. Hab ich's schon in einer anderen Tasche versucht? Weiß ich nicht. Wie kann man es besser auf dem Rücken so. Oder markieren beide? Nein, man muss das nur markieren. Man muss das nur markieren. Damit du das richtige Schloss wohl nimmst. Aber der andere Spiel hat mir ja auch noch recht gegeben mit dem Bug. Verdammt. Aber wir haben's geschafft! Rein mit dir, du doofes Schloss. Gut, dann haben wir jetzt hier auf dem 4 zum Beispiel. Ich drücke einfach nur 4. Und nochmal 4. Oh,
ist das cool. Das finde ich ja richtig geil. Warum so eine Türen das können, weiß ich nicht. Also das sind ja normale Türen. Manche tun auch nur ihr Restmüll da rein, ne? Ich hab's geschafft, was ich jetzt vier drück. Muss auch Experimente machen. Boah, na. Ja, ab hier. Gut 10 Meter, würde ich sagen. Was sagt meine Fernbedienung jetzt? Verbraucht kaum Strom. Aber das Ding da drin, aber wie prüft man denn das? Keine Ahnung. Hauptsache, es funktioniert diese Zeit. Ich habe ja kein Fahrzeug. Bringt mir ja nichts. Gut, Essen und Trinken kommt rein. Ich wollte eigentlich bis zum Neustart warten. Vielleicht hat sich das so behoben. Aber das ging ja jetzt so. Top. Dann sage ich Dankeschön fürs Zusehen. Wir sind wieder stolze Bootbesitzer mit unserer Steffi. Und ich mache noch eine ganz kurze Reparatur. Nimm mal einfach mehr mit. Wo ist es hin? Befreundete Flagge. Was ist eine befreundete Flagge? Basiselemente, wo ist denn 100? Alle. Boah. Hat sie nicht gemacht, ne? Muss schon. Also sie geht nicht automatisch auf den nächsten Item rüber. Also die Basis ist, oder die Basis. Das Haus ist wieder da, in voll und ganz. Das müsste ja dazu auch gehören hier hinten. Weil das war ja gerade ziemlich kaputt. Ja, alles schön wieder. Wunderbar. Gut, haben wir heute richtig was geleistet, würde ich sagen. Freue ich mich. Da hat sich das Nickerchen verdient, ne? Bam. Bam. Bis zur nächsten Folge.